Im heutigen Video schaue ich mir mal in der Fly-App unten dieses Richtungssymbol, mit diesem Kompass, dieses Richtungssymbol an, weil der ein oder andere hatte wohl Probleme damit. Und ich checke mal, ob das bei meinen Drohnen alles so richtig und gut funktioniert und erkläre auch mal, was man machen muss, wenn es nicht funktioniert. Also bleibt dran. Kleiner Quick-Tipp heute für meine DJI Mavic Air 2 und die DJI Mavic Mini. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Heute bin ich mit der Mavic Air 2 und der DJI Mini 1 unterwegs. Und zwar haben mich der ein oder andere Abonnent angeschrieben, dass er Probleme hat mit dieser Ausrichtung, mit diesem Kompass unten, wo die Drohne hinfliegt, dass die Drohne manchmal einfach nicht in die Richtung fliegt, wo er zu seinem Standort. Und deshalb wollte ich heute mal ausprobieren mit der Mavic Mini 1 und dann mit der Mavic Air 2. Und am Ende des Tages wollen wir jetzt mal kurz in den Screenshot gehen. Hallo? Ja, danke. Und wir wollen da mal in den Screenshot jetzt reingehen von der Mini 1, testen das mal. Von der R2 machen wir das auch gleich. Und ich habe, glaube ich, schon so im Hinterkopf, woran es eventuell liegen könnte. Auf jeden Fall müsst ihr vorher die Drohne kalibrieren, magnetisch, also den Kompass kalibrieren. Das muss alles auf Normal stehen. Am besten auch den Smartphone-Kompass kalibrieren, dann seid ihr good to go. Sucht euch eine Stelle, wo keine Interferenzen sind oder jetzt hier große Metallgegenstände, die irgendwo stören könnten. Und dann machen wir den Test. Das mache ich natürlich hier oben wieder bei mir auf dem Sensorberg in Mülheim-Kärlich. Wir bringen jetzt die Mini erstmal hoch. Da denke ich, wird es keine Probleme geben. Das ist beim letzten Flug alles soweit okay gelaufen. Bei der R2 war es schon mal ein bisschen anders, aber dann werden wir da gleich zukommen. So, wir starten die Screenaufnahme. Der Ton kommt jetzt vom iPhone. Und ich starte mal das Dröhnchen, mal in die Luft. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Und die Drohne wird jetzt im Grunde genommen vorne links von mir angezeigt und ich fliege jetzt einfach mal ein bisschen höher. Ja, fliegen wir mal ein bisschen so zur Seite. So ein bisschen zur Seite, weil da gerade jetzt ein Auto kommt. Und dann fliege ich einfach mal, ich mache auch mal die Bildschirmaufnahme an, fliege ich einfach mal nach vorne los und so, fliegen wir mal einfach nach vorne los auf 20 Metern. Und dann ja, wird die Drohne so Standpunkt vorne links angezeigt. Wir können auch mal die kleine Karte öffnen. Ich fliege einfach den Weg entlang, dann werden wir mal sehen. Auf der Karte wird das alles bestens angezeigt. So, das funktioniert sehr gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir drehen die Drohne in meine Richtung. Auch das funktioniert und fliegen dann, ups, wo sind wir, da genau, fliegen in meine Richtung wieder hinweg und das sieht doch ganz okay aus. Ich mache mal ein bisschen runter, damit wir ein bisschen heller haben. Auch von der Karte aus fliege ich jetzt hier unten in meine Richtung. Gut, fliegen wir ein bisschen höher. Dann fliegen wir mal über mich drüber. Dann gucken wir mal. Dann müsste die Drohne ja gleich dann, so über mich drüber, müsste die Drohne ja gleich hinter mir angezeigt werden. So, und das ist ja dann jetzt der entscheidende Punkt. Was passiert jetzt? Sie fliegt jetzt gerade über mich drüber und zack, ja, sie wird hinter mir angezeigt. Also das funktioniert alles. Nothing to bother, würde der Engländer oder die Iren sagen. Das heißt, Mavic Mini funktioniert. So, wie ihr seht, hatte ich mit der Mini keine Probleme. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich im Vorfeld
alles kalibriert habe, komplett durchkalibriert, den Kompass kalibriert, den Kompass in meinem Smartphone kalibriert. Und ja, ihr habt gesehen, die Position der Mini 1 wird jederzeit im Verhältnis zu meinem Standort perfekt angezeigt. Das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn ihr genug Satelliten habt. Und wenn ihr, wie gesagt, alles schön mal durchkalibriert habt, solltet ihr wirklich da Probleme mit haben, kalibriert den Kompass des Handys, kalibriert die Fernsteuerung bzw. den Kompass der Drohne und dann probiert das nochmal aus. Vielleicht sind dann die Probleme auch schon weg, weil einige hatten mich jetzt angeschrieben, dass sie diese Probleme hätten. Jetzt probieren wir das gleiche mal mit der Mavic Air 2 aus. So, auch hier starten wir die Bildschirmaufnahme und die Aufnahme von der Mavic starten wir auch. Im Moment sieht es so aus, sie ist jetzt gerade vor mir. Wir haben 11, 12 Satelliten. Ich zeige euch mal, wo man hier dann auch bei der Sicherheit die Sachen kalibrieren kann. Und zwar hier unten Kompass. Da steht normal, IMO normal. Und wenn ihr da Probleme mit habt, dann kalibriert diese Geschichte da. Wir starten einfach mal und dann testen wir mal. Take off. The home port has been updated. Please check it on the map. So, jetzt ist die Mavic Air genau über mir. Mavic Air 2, wir fliegen mal ein bisschen nach vorne. Und wir fliegen jetzt auch mal einfach in die Richtung dieses Weges. Dann gucken wir mal auf der Karte. So, da ist die Karte. Ob die auch die Richtung hält und optimiere hier auf der Karte, zeigt die wunderbar jetzt an, die fliegt den Weg entlang, alles bestens. Also wie gesagt, die Kalibrierung scheint das Problem behoben zu haben. Rechts vorne wird auch angezeigt, wir gucken mal auf die, ja, da ist auch der Weg, das geht auch auf der Karte, klar. Jetzt gucken wir mal, fliegen wir mal zurück in meine Richtung, so. Und im Verhältnis, sage ich jetzt mal, zur Fernbedienung. Ach gut, ich muss die Fernbedienung natürlich auch dahin halten. Leute, das ist natürlich auch ganz wichtig, die Fernbedienung immer Richtung Drohne zu halten. Weil die Drohne richtet sich natürlich an der Fernbedienung aus. Und das ist auch wahrscheinlich das Problem von vielen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Fernbedienung nach links richte, ja klar, der fliegt zwar in meine Richtung, aber natürlich im Verhältnis zur Fernbedienung fliegt sie rechts. Und wenn ich mir jetzt nach rechts gucke, dann seht ihr unten, fliegt sie links, bei diesem Radar unten. Auf der Karte ist das kein Problem, da wird das alles so gut dargestellt. Dann dürft ihr euch da nicht von verwirren lassen, von diesem Kompass. Die fliegt natürlich nur in eure Richtung, wenn ihr auch die Fernbedienung in die Richtung Front ausrichtet. Da haben wir das Problem und das ist natürlich so, jetzt ist sie hinter mir sozusagen, ne? Ja, und ich hole sie mal wieder zurück in meine Richtung, so, jetzt kommt sie von hinten, wenn ich mich jetzt drehe mit der Fernbedienung in Richtung der Drohne, dann ist sie natürlich wieder vor mir, ist doch ganz klar. Gut, okay, das würde ich auch schon fast sagen, das sind wahrscheinlich die meisten Probleme, deshalb werde ich sie jetzt mal landen. Und dann werden wir uns mal kurz am Osmo Pocket sozusagen wiedersehen. So. So Leute, da ist das Teil wieder gut gelandet. Und ich glaube, ich weiß, woran bei manchen das Problem liegt, dass die Ausrichtung von diesem Kreis unten mit der Drohne nicht immer in Flugrichtung bzw. in Verhältnis zu dem Standort ist. Das Wichtige, ich lege mal gerade die Drohne beiseite, ist, dass die Drohne natürlich den Standort im Verhältnis zu der Front des Controllers sieht. Das heißt, wenn die Drohne Front so wegfliegt, dann fliegt die natürlich auch mit dem Pfeil in die Richtung weg. Drehe ich jetzt den Controller so zur Seite, dann wird unten auf diesem Kreis natürlich angezeigt, dass es zur Seite fliegt. Ne? Ist ja klar, weil sie im Verhältnis des Controllers zur Seite fliegt. Drehe ich den Controller nach hinten, dann fliegt sie nach hinten. Das könnte manchmal so ein bisschen verwirrend sein, wenn man unten auf den Kreis guckt. Das
revidiert sich dann wieder, wenn man unten diese Karte anklickt, im Verhältnis, wenn die GPS-Positionen stimmen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass du genug GPS-Satelliten hast. Dann wird in der Karte bei der Mavic Air 2 und bei der Mini definitiv der richtige Standort eingezeichnet. Ihr könnt das auch mal ausprobieren, indem ihr einfach irgendwo so einen kleinen Weg, der eingezeichnet ist, entlang fliegt. Und das macht ihr hundertprozentig, das habt ihr ja gesehen. Also die Mini 1 ohne Probleme unterwegs, die Mini, die Air 2 auch ohne Probleme unterwegs. Und das Problem, wo ich auch nicht so richtig dran gedacht habe, ist, wenn ich natürlich jetzt hier so seitlich stehe und die Drohne fliegt in die Richtung weg, dann geht die auch unten auf dem Display weg. Und da deswegen kommt dann auch gelegentlich bei den Videos, die ich mache, mal so der Eindruck, dass das unten nicht funktioniert. Und wenn das bei euch dasselbe ist, dann macht das mal. Richtet euch immer mit dem Controller zur Drohne aus. Ne? Immer in Sichtrichtung zur Drohne. Und dann seid ihr good to go. Und es sollte eigentlich funktionieren. Sollte es da noch Probleme geben, dann sieht man zu, dass ihr mal die Kalibrierung überprüft etc. pp. Und sollte es dann noch Probleme geben, dann würde ich mal DJI anschreiben. Also, ich würde mal sagen, ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen helfen mit diesem, ja, eigentlich nicht Problem, aber dieser, sagen wir mal, Einschätzung dieses unten dieses Kompasses, dieses Kreises, wo die Drohne hinfliegt bei der DJI Fly App. Ja, wenn es euch gefallen hat, kleiner kurzer Quick-Tipp von mir, hier mal wieder ein bisschen Drohne getestet. Ich habe das extra mal für einen Kommentar gemacht, für einen Abonnenten, der gesagt hat, boah, bei ihm klappt das so oder so und überhaupt nicht. Ich sagte, ich check das bei meinen Drohnen mal und ja, wenn ich Zeit habe, geht das. Ich kann natürlich nicht jetzt bei jedem Kommentar direkt aus dem Haus springen und irgendwas testen, aber sowas interessiert mich natürlich auch. Und ja, ich bin jetzt wieder ein bisschen schlauer, beziehungsweise, ne, Controller-Ausrichtung auf die Drohne und schon ist das unten in Ordnung und natürlich müssen alle Sachen soweit richtig kalibriert sein. Wenn es gefallen hat, liken, abonnieren und wir sehen uns dann wieder bald mit hoffentlich, naja, vielleicht fliege ich sogar heute noch ein bisschen Drohne, um ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Das Wetter ist ja nicht so schlecht. Macht's gut, bye bye und tschüss.